Wir werden dieses Jahr Spiele schenken für die Kleinen und Schmuckstücke für die Größeren. Meinen Liebsten schenke ich etwas, das man gebrauchen kann. Zum Teil weiß ich das noch nicht so genau. Vielleicht ein gutes Buch. Lass mich jetzt auch von der Vorweihnachtszeit ein bisschen inspirieren, was es so gibt. Und genieße das eigentlich so, dann die Geschenke auszusuchen. Eben, wir kaufen uns zusammen neue Fernseher. Dieses Mal nichts jedem was schenken, sondern einfach wir kaufen uns ein Geschenk zusammen einen neuen Fernseher dann. Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke für Männer sind Grappas oder ein guter Wein. Aber auch wichtig sind modische Artikel, ob das jetzt eine Geschenksbox ist mit Krawatten. Was auch sehr spannend ist, das ist ein Modetrend, und zwar sind es diese Fellkappen, und gerade wenn es jetzt kalt wird, ist das ein Thema, was extrem gut ankommt. Davon zeige ich Ihnen gerne noch mehr. Und zwar haben wir die hier in dem Bereich. Die sind extrem beliebt. Sind auch hier weitere Modelle aus verschiedensten Materialien hier mit Fell extrem gut zu kombinieren. Die machen Spaß, die halten warm. Das ist wirklich ein super Trend, der sehr, sehr gut ankommt. An Weihnachten geht es auch um die persönlichen, um die individuellen Geschenke. Das können so kleine Kuschelbecher sein, die samtig sind, die schön weich sind, die auch nochmal individuell beschrieben sind. Aber was auch speziell ist, mal so eine Botschaft auch aufs Geschirr drauf zu schreiben. Also ich denke, hier geht es ums Persönliche, ums Individuelle. Die beliebtesten Geschenke für Frauen sind Parfums, Schmuck, aber auch ein guter Champagner. Und natürlich immer modische Artikel sind sehr, sehr wichtig. Aber hier sehen Sie auch eine tolle Auswahl. Und da alles, was mit Duft zu tun hat, was kleinere individuelle Geschenke sind. Wir spüren auch, dass das Individuelle, das auch für zu Hause, das Wohligmachen, das Gemütlichmachen zu Hause, das kommt sehr, sehr gut an. Ich möchte Ihnen auch einen weiteren Bereich zeigen. Auch hier das ganze Thema Duft, Duftkerzen ist extrem beliebt. Ob das Vanillekerzen sind, Honigkerzen oder dann auch wirklich speziell und individuell dekoriert oder eingefasst mit Blütenblätter oder Früchten. Kommt sehr, sehr gut an. Das Thema Raumduft ist auch sehr, sehr wichtig. Jetzt für die aktuelle Weihnachten ein ganz, ganz großer Trend. Und Sie sehen hier verschiedene Düfte, ob das jetzt ein Rosenduft ist, aber auch passend dann mit der Kerze, mit der Rosenkerze dazu. Also einfach um sich zu Hause, das ganze Thema Cocooning hat an Bedeutung gewonnen. Und auch hier im Duftbereich möchten wir das natürlich groß, groß spielen. Die Klassiker sind Bücher, CDs, Geschenksgutscheine. Natürlich kann man sehr, sehr schön an den verkaufsoffenen Sonntagen shoppen. Aber wer gar kein Getümmel möchte, ganz in Ruhe shoppen möchte, ist natürlich online auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Es gibt einen Megatrend dieses Jahr, und das ist Zeit. Zeit in jeder Form. Zeit in Form von einem Gutschein, ob fürs Kino, ob fürs Wellness, für den Spa-Bereich. Das hat extrem an Bedeutung gewonnen. Aber auch Zeit natürlich mit der Familie. Zeit, die wir zum Kochen zusammen verbringen oder backen und natürlich direkt an Weihnachten. Also gerade in dieser hektischen Zeit ist es wichtig, sich zurückzuziehen und da Zeit zu verschenken.